Was geht ab, ihr Zocker? Der kleine grüne Dicke wurde ja richtig gebufft und damit meine ich nicht mich, wenn ich mich grün anmale, sondern den hier. Und gerne das kostenlose Abo dalassen, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Wir gehen auch direkt mal ins Gameplay. Solarstrahl, Sludge Bomb und den Blättertanz müssen wir mal ausprobieren, plus die Ulti. Los jetzt, Mann! Formulier das 29 Wörter oder weniger! So, dann fangen wir direkt mal mit Rasierblatt an. Hat das auch der grüne Dicke. Junge, weißt du nicht, wie man jungelt oder was? So, Samenbombe. Ich sehe schon, das wird ein richtig perverser Witz. Hey, da ist ja Froxy. Bäm, Peitschin. Bombe. Bäm, Rasierblatt. Eiswohlpix ist auch da, hä? Ausgepeitscht. Was ist denn jetzt los? Sind die lost oder so? Naja, egal. Dann scoren wir einfach mal. Oder wir setzen Rasierblatt ein. No! Du scoren für 10. Ach, bist du süß. Sam, Bombe. Das hört sich so pervers an, ne? Rasierblatt. So, wir sind überlevelt. Das ist schön. Bombe. So, wir fangen jetzt an, die Sludge-Bomb. Die müsste ja jetzt verstärkt sein. Bäm. Die hat schon auf jeden Fall schon mal ein bisschen Impact gehabt, wenn es auch nur kurz war. Und wir scoren für 7. Gut, dann gehen wir mal runter. Er ist fast tot. Alles klar. Unser Jungler macht wieder ein erbärmliches Wild hier. Bäm. Und Sludge-Bomb. Oh, das sieht aber wirklich gut nach Damage aus. Also muss man sagen. Gerade wenn sie trifft. Und der Vergiftungseffekt, der bleibt ja auch ein bisschen länger bestehen. Oder ist jetzt mit ein bisschen Damage-Tick-Rate bei ihm gemacht. Finde ich auf jeden Fall gar nicht mal so schlecht. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ey, Glumann, da verpiss dich. Nichts gegen die Unterentwickelten, ja? Das hört sich so richtig böse an. So, mit meinem Red-Buff. Jawohl. Sludge-Bomb. Oh. Hat dir der Gestank nicht so gepasst? Und jetzt Rasierblatt. Ey, Relaxo. Du bist zu krass. So. Bam. Oh, das ist aber schön. So, jetzt nehmen wir erstmal den Blättertanz. Ah, okay. Also das ist natürlich ein geiler Buff, muss ich sagen. Also Blättertanz ist jetzt auch cool. Ich kann mir aber vorstellen, Solarstrahl wurde auch gebufft. Und ich habe auch gehört, dass das bei Bisaflor so die neue Meta ist, also für ihn. Aber das ist schon geil. Damit hat er eine Möglichkeit, schneller wegzukommen. Und Sludge Bomb ist auch cool. Also das ist jetzt nicht so, dass Sludge Bomb scheiße ist, ne? Also macht es schon geiler. Also ich könnte mir aber auch vorstellen, so eine Blättertanz-Kombo. Och, seid ihr süß. Ja, vor allem denke ich, kann der ja schön hinterherlaufen. Und wenn wir dann noch so einen Red Buff haben. Blättertanz! Und Sludgebomb! Boah, Yoga, Alter! Oh, da war ich jetzt so fasziniert. Da hat mich Rotom gekillt. Oder Aloha Volnona auch. Komm, mach fertig, Relaxo. Ja, Relaxo, hau ihn! Was tankst du das auch noch? Danke. Oh, der Unite-Move. Da bin ich jetzt gleich am meisten drauf gespannt. So, dann schenke ich euch mal 28. Enemy spotted. Oder auch nicht. Au. X-Speed! Sludgebomb. Blättertanz. So, Unite Move! Alter, der hat ja richtig Damage gedrückt! Scheiße, das Relaxo war fast tot! Nicht schlecht, Alter, nicht schlecht! Ja gut, ich muss zugeben, ich habe vom Unite Move von Bisaflor nicht so viel Ahnung. Sehr wenig gespielt, aber der hat schon Damage gedrückt. Also der Tank war fast tot, muss man sagen. Relaxo vernichtet Relaxo, das ist also ein falsches Bild. Junge, was war denn der Wunderarsch oder was? Ich traue mich schon gleich gar nicht mehr scoren zu gehen. So, dann machen wir jetzt Sludge Bomb Plus und Blättertanz! Ich kann ja noch schneller gehen, Alter. Ah, das ist aber cool, dass wir so einen Geschwindigkeitsboost mit dem Blättertanz haben, ne? Das ist also schon wirklich cool gemacht. Boah, da können wir schön rein. Und wenn wir noch einen Red Buff haben, können wir den so richtig auf die Nüsse gehen. Also wie eben, das war so richtig geil. Und bam, Team Get XP Points. Ach, Glutex, so bist du süß. Der hat aufgegeben. Ach, so sieht einer aus, der aufgegeben hat. Bam. Oder der hat Internet verloren. Aber ich glaube eher andersrum, ne? Bam. Oh, das tut so weh. Junge, du Relaxo dominiert einfach, wo er nur kann. Ah, Ulti! Oh, Junge, das muss aber gedamaged haben hier. So, direkt mal 50. Alter, das tut so weh. Das tut so weh. Wirklich, das tut mir fast schon leid, ey. Nein, das liegt zwar jetzt nicht an meiner krassen Performance. Ich habe so ein Gefühl, das ist wieder, wir spielen nur gegen die Dumpfbacken. Aber trotzdem, Alter, man muss es einfach feiern. Manchmal liebe ich solche Matches auch. Die regen dann einen nicht so auf, wenn mal die Dumpfbacken woanders sind. Alter, Glutex so immer noch. Musst du dir mal geben. X-Speed. So, aber damit haben wir auch eine gute Flucht im Endeffekt, wie jetzt. Ein paar Sekunden später. Oh, fuck, das. Das ist zwar scheiße. Hat mich das scheiß Modul da fertig gemacht. Die machen einfach Zapdos. Die denken sich so, ja, den mach ich noch. Das ist das erste Mal, dass ich wieder ein Casual-Match spiele und dann kommt sowas dabei raus. Ah, Glutex ist gut oben. Loser. Mit 6, wie süß ist das denn? 20 Punkte und ich habe keine bekommen, das ist bitter. Bam, bam. What a goal. What a goal, Alter. Die haben wohl aufgegeben. Das kannst du mir nicht anders erzählen. Und jetzt Ulti. Boah, was? Der hat halbes Leben verloren, ey. Und die sind auch noch gestunt, glaube ich, danach, ey.
Gefühlt. Also die bewegen sich gar nicht mehr, oder? Die haben sich gedacht, ach komm, keinen Bock mehr gegen den. Die kommen gar nicht mehr aus der Basis raus. Oder Relaxo blockiert die gerade. Das kann natürlich auch sein. Natürlich, und wenn ich scoren will, wird drauf geschissen, oder was? Nope. Ey, willst du mich verarschen? So, jetzt. Whoa. 88 schenke ich euch hier noch. Eine Taui-Bob, Alter. Einfach eine Taui-Bob. Oh ja, Relaxo war eindeutig der Beste. Ach, denkst du, ich lass dir die 30? Komm, Tower Flame, ja! Ja, komm, ja, haben wir ihn! Gut gemacht, Junge. Seid ihr gegönnt. Jetzt scoren wir schön rein. Uah, geil gemacht. Bester Ganker. Sludge-Bomb. Den die XP wegnehmen. Und jetzt den Solar-Beam, Alter. Der soll ja auch... Oh, 5 Sekunden. Ich bin mal gespannt. Wir sind unterlevelt da. Uah. Also wir können zwar Damage reindrücken. Junge, ich bin alleine auf der Lane. Das gibt's nicht. Hoppala. Stell dich nicht so an. Kein Grund zu heulen. Solarstrahl. Einen haben wir, zwei haben wir. So muss das. Wichtig und richtig. Ach, was beschwere ich mich überhaupt? Ich krieg das auch so hin. Ich brauch die nicht. Ach, Zeora, Alter. Aber du bist... Weißt du, das ist das Typische. Zeora ist wieder scheiße wie die Nacht. Unten hat sich das wenig festgefahren, muss man sagen. Hm, aber wir kriegen's schon hin. Solarstrahl. Boah, aber der hat richtig Power bekommen. So eine... Also wenn ich einen Red Buff hätte, wäre jetzt geil, muss man sagen. Och nein, der hat einen Unite-Move. Wie unfair. Ja, da hat Talonflame keine Chance alleine, glaube ich. Ach, und die scoren da oben nicht, Alter. Es ist so zum Kotzen. What the hell? Wo haben wir denn die Huge Lead? Habe ich irgendwas verpasst? Pikachu ist oben jetzt, hä? Excuse me, what the fuck? Unten? Oh, ich muss unserem Freund helfen. Ich komme, halte durch. Solar Flare! Sludge Bomb, dann wird der schön langsam. So, der ist erledigt. Dann machen wir jetzt den Unite-Move. Also gegen den war der jetzt aber nicht so effektiv, muss ich sagen. So, Solarstrahl. Und ich hab ihn. Du scheiß Macho-Wei. Du brauchst dir das gar nicht einfallen zu lassen, Junge. Ach, jetzt kommen sie alle, hä? Solarstrahl. So, schön die Giftbombe. Schön verlangsamt. Alter, Giftbombe und Red Buff, so geil. Alter, hör auf. Ah, nein, Pikachu, hör auf. Wir sind doch Freunde. Ah. Oh, verdammt. War ja klar. Scheiße. Level 12. Sieht doch gut aus. Green Ninja ist auch gut dran. So, die werden da unten schon gut zurechtkommen, denke ich mal. Wir sollten erstmal ein paar Punkte machen, damit wir gleich scoren können in Ruhe. Ach, jetzt scoren sie da unten. Mist. Hey, Relaxo, hör doch auf, so einen Kack zu machen, Alter. Schaffe ich jetzt 20 Sekunden Rotom, ist die Frage. Versuchen wir es mal. Ich meine, das sind 20 Punkte, die man einschenken kann. Gib Gas, Junge. Oh, wir haben es noch gekriegt. Geil. So, da können wir noch 50 einscoren jetzt. So, Rotom, geh rein. So, den haben wir. Wir sind überlevelt. Was? Och nein. Das sollte jetzt nicht passieren. Schön langsam machen. Puh. Oh, schnell hier zurück. War das knapp. Alter, aber der Solar Beam Plus, ne? Was das für ein Damage ist. So, die machen Zapdos. Dann sollten wir unterstützen. Nicht, dass uns noch gesneakt wird. Das könnte wehtun. Genau, das sollte nicht passieren. Ich muss gucken, dass ich so viele wie möglich hier wegkriege. Verdammte Scheiße! Wie viele hat der denn? Nein, nicht so red. Ach, ihr Idioten, Alter. Ja, das kommt davon, wenn man Zapdos macht und sich jetzt sneaken lässt, Alter. Jetzt kriegen wir so viel eingeschenkt, das ist doch traurig. Ey, dass ihr euch nicht schämt, ne? Jungs! Ach, die sind alle tot. Ach, scheiße, Alter. Ey, wisst ihr, das fuckt so ab. Ich meine, das ist so der Moment, wo die dann sagen, Zapdos ist broken und da kann ich das auch nachvollziehen. Wir haben jetzt nur wegen Zapdos verloren, aber das ist halt, das ist jetzt so ein Tipp, den ich euch auch geben kann. Macht niemals Zapdos, wenn ihr sowieso in der Führung seid. Es hat nichts gebracht, es hat uns jetzt nur die Niederlage gekostet. Ach ja, ey, tut schon weh. Was bleibt mir jetzt zum Abschluss zu dem guten Bisaflor zu sagen? Richtig geiler Buff für den kleinen grünen Dicken. Man kann schneller laufen durch den Blättertanz. Solarstrahl macht mehr Damage. Und die Sludge-Bomb ist cool. Anfangs Impact-Damage cool. Mit dem Red-Buff noch Vergiftung und schön langsam. Geile Kombo. Dann mit Solarstrahl oder Blättertanz hinterher. Ich sag euch, das macht richtig Bombenspaß. Was haltet ihr von dem Bisaflor-Buff? Geil? Zu stark? Schreibt's mir gerne unten in die Kommentare. Ich sag gleich noch Tschüss, bis dann und habt noch viel Spaß beim Zocken.